Mila, das mit dem Foto habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum braucht man dafür zwei Wörter? Kein Problem, Tim. Ich erkläre es dir noch einmal. Das Futur drückt etwas aus, das noch in der Zukunft liegt. Es sind mit einem Hilfsverb werden und dem Infinitiv, also mit der Grundform des Verbs, gebildet. Das Hilfsverb muss immer an die Personalform angepasst werden. Hey, da fällt mir was auf. Das Hilfsverb steht immer vorne im Satz und das Verb an letzter Stelle. Ja, genau. Das hilft dir beim Erkennen des Futurs in Sätzen. Lass uns gleich mal gemeinsam ausprobieren.